Morgen steht das Toto-Pokalspiel gegen Neuburg an. Wie wird denn die Mannschaft im Einzelnen aussehen? Kannst du da schon was dazu sagen? Nee, kann ich nichts dazu sagen. Also wie gesagt, wir haben jetzt noch eine Trainingseinheit, die werde ich noch beobachten. Ich werde noch mit einem anderen Spieler reden, ob er das Wehwehchen, sag mal, ob er überhaupt spielfähig ist. Und dementsprechend werden wir dann die Mannschaft aufstellen. Aber es wird schon so ein bisschen mit dem Hinterkopf auch sein, dass das ja eben am Sonntag wieder gegen Ingolstadt spielen wird, oder? Also na, das nicht. Aber es ist im Hinterkopf, dass wir halt sehr viele Spiele hatten in kurzer Zeit. Auch unter einer hohen Belastung. Auch die Temperaturen darf man nicht alles unterschätzen. Und haben auch oft mit derselben Mannschaft gespielt oder fast mit derselben Mannschaft. Und dementsprechend kann es sowas sein, dass wir auch mal wechseln. Wie wichtig ist der Toto-Pokal für dich? Ja, ich habe schon mal betont, dass jeder Pokal ist für mich wichtig. Und wir wollen, soweit es möglich geht, irgendwie kommen. Und es ist immer die Möglichkeit, nächstes Jahr am DP-Pokal zu spielen. Was natürlich auch dann dementsprechend lukrativ ist, auch vom Finanziellen her. Aber hinten raus wird es natürlich schon relativ eng dann, weil dann kommen auch die Drittligisten und der Eigen dazu und so weiter. Also jetzt ist die erste Runde und natürlich wollen wir die überstehen jetzt erstmal. Prinzipiell lässt man im DFB-Pokal oder im Toto-Pokal immer den zweiten Torwart spielen. Wie ist es denn bei dir? Ja, der Alex wird morgen spielen. Also hat er sich auch verdient, auch durch die Trainingsleistung und absolut kollegial verhalten gegenüber Marco. Und deswegen kriegt er jetzt morgen sein Spiel und wie es dann am Sonntag ausschaut, das überlegen wir noch. Wie bereitet man sich auf so einen Gegner vor? Hast du überhaupt die Möglichkeiten? Ja, ich habe meine Quellen. Ja, Videos gibt es natürlich nicht, aber ich habe meine Quellen. Also ich kenne mich ja in Bayern relativ gut aus, aber ich kenne viele Leute und von dem her kann ich ja da auch Anrufe tätigen und ich werde mich dementsprechend schon informieren. Also wir nehmen es nicht auf die leichte Schulter.